Zeit zu schlafen, Zeit geweckt zu werden, aber von wem? Wer ist das? Butcheron. Hey, hey. Ach, ich kann gar nicht aufstehen, ohne dass mich jemand weckt. Okay, warum kam da jetzt nicht irgendwie so ein... Normalerweise, wenn die... Ach ja, übrigens, ich sehe so aus. Wie ich das einfach so normal hingenommen habe, ne? Ich glaube, Butcheron ist neu, ne? Mir kam diese Szene jedenfalls nicht bekannt vor. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Räupi. Ich begrüße euch zu Fire Emblem Engage. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich so aussehe. Ne? Zudem habe ich nur zu sagen, ja, ich war genauso überrascht, als ich die Konsole angeschmissen habe. Ich habe das schon, weiß nicht, vor 2 Tagen oder so, als ich meine Offscreen-Sachen hier abgeschlossen habe, gemacht. Als ich die Konsole angeschmissen habe, habe ich gemerkt, dass ich diese Klamotten anhatte. Habe ich mich auch jetzt gewundert. Die Klamotten habe ich bekommen durch den DLC-Pass, wenn ich mich irre. Und ich habe mir gedacht, so, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Da sind die neue Sachen, ja, ein paar, die kann man aufnehmen. Ja, die habe ich irgendwie, ich glaube, von ihnen bekommen, nachdem ich das zweite DLC installiert hatte. Und habe ich mir gedacht, ja, da rüstest du doch mal aus, ne? Alle anderen können auch damit rumlaufen. Irgendwann werde ich einfach mal ein Part starten, wo alle diese Klamotten tragen. Wenn ich erstens nicht weiß, wer wer ist, und zweitens, wenn es einfach nur merkwürdig ist. Da sind noch 2 Sachen. Ich weiß nicht, wann diese Sachen immer erneut hier reingepackt werden. Für mich zum Aufsammeln. Ich glaube, da müssen immer ein paar Tage irgendwie so vergehen oder so. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. War hier in der Grotte noch irgendwie was? Dann sieht man meistens mal erst. Ich bin ja nicht richtig. Dann machen wir halt so. Ja. Nö. Oder? Nö. Normalerweise sieht man dann immer erst, wenn man hier reingeht. Ja gut. Ja, schaut mal so in den Cutscenes nicht aussieht. So, wer ist ja am Schwimmen? Lucina, wer ist das? Das ist Lapis, okay. Und ist da jemand tot? Ich dachte, da wäre jemand aber trinken. So, ich gehe noch mal hier kurz nachgucken, aber ich glaube, wir haben alles erledigt, bis auf bestellen, ne? Gut. Ich habe ein Gebanntgespräch beim letzten Mal verpasst. Abzuchecken, die können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Die gehen ja immer nur ganz kurz. Mein Charakter ist über Muskeln. Aber ich muss diese Konversation haben, sonst können die nicht weiter als Level 5 leveln, wenn ich mich erinnere. Und der Tier hat im einen Kampf hier Level 5 erreicht. Was nicht schlecht ist. Die Fähigkeiten sind aber nicht so gut. Von daher, ja. Cloud. Okay, Cloud anstatt Edelgard. Ich nehme an, jeder. Ich nehme an, jede hat dann einen Satz zu sagen, ne? Ja, sie ist mal die gleiche Konversation mit Butcheron. Hey, du hast so viele Muskeln, wie kann das sein? Einige Rückblicke vom Fire Emblem Fates, wo Charaktere irgendwie nur durch eine Charakteristik irgendwie definiert waren. Ein sehr schwarzer Tag in der Serie. So, ich habe ja diese ganzen, weiß ich nicht, Obstgärten hier. Ich glaube, ich habe genau die gleiche Konstellation wie beim letzten Mal gemacht, ne? Ich glaube, ich habe die beiden hier im Obstgarten geschickt.
Jade und Diamant waren am Schwimmen, Amber und Wanda haben sich um die Pferde gekümmert und dann habe ich die Supports freigeschaltet. Von daher, machen wir mal. So braucht man nur zwei Aktionen mit denen machen, dann haben die schon Support. Hey, Wanda ist auch noch Teil des Teams. Ein Schwert in einen Stein oder in einer wilden Bestie oder in den Kopf eines Typens. Hilft ja diese komische Legende, ne? In Japan. Irgend so ein Typ verliert seine Axt, da kommt irgendwie eine Göttin, sagt: Hast du diese oder diese Axt verloren? Eine ist eine goldene Axt. Eine ist die Axt von dem, der die verloren hat. Und je nachdem, wie man antwortet, gewinnt man irgendwie die Gunst der Göttin oder so. Weil man könnte sagen, ja klar, diese gold verzierte Axt, das ist meine, die ich verloren habe. Ich hoffe, er glaubt mir das. Ich fasse es nicht, dass dieser Knirps das geglaubt hat. Dann haben wir Diamant und Jade. Bei Schwester von der heißt auch Fubuki, ne? Von da wusste ich das. Aber ich meine, ich habe das separat irgendwo noch mal gelernt. Alles klar, ich habe nicht aufgepasst, worum es da ging. Weil die beiden sind mir sowieso zu steif. Die werden wohl nicht über sehr interessante Sachen geredet haben, ne? Ich suche meine Farbpalette. Hat sie irgendjemand gesehen? Ich habe ein sehr schwaches Herz, Alter. このようなことで気を冷やすようでは、IBタイは務まらぬぞ。さあ、手を合わせじゃ。悪いが、ことある。今は忙しいんだ。忙しいって何にじゃ。今度は野鳥観察か？粘土細工か？どうせまた訳のわからぬ趣味に没頭して、ニヤニヤしているのじゃろう。うるさい。絵を描いているんだ。集中させてくれ。 Ich muss noch leveln, ich bin schon eine weiterentwickelte Einheit. Redet sehr dramatisch. Übrigens, ich habe irgendwie nachgesehen hier bei, als hier meine Klamotten geändert habe, zu dieser Monstrosität, habe ich gemerkt, dass bei jedem Charakter, jeder hat ja irgendwie seine einzige Klamotte hier, ne? Rüschenbluse, Schülerkittel und unten links steht da mal so eine Beschreibung, so ein bisschen über die Klamotten. Alltagszeitung von Celine, die Prinzessin von Viren. Die Rüschen verleihen ihr ein gewisses Eleganz und der Edelstein ist honigfarben. Bei jedem steht irgendwie so eine einzigartige Sache.
So, das ist die Lieblingsjacke von dieser Person. Oh, diese Person hat sich dieses Set in ihr Heimatdorf zusammengestellt und also hat. Also ja, ich so, habe ich keine beiden Charaktere immer so ein bisschen nachgeguckt. So, Fram. Fram hat schon so oft für uns gekocht. Ihr seht sehr komisch aus. Was soll das? Ah, vergessen zu verkaufen. Ich habe übrigens auch noch ein paar Waffen hier verkauft und gekauft und abgegradet und also weiter. So, Wanda, komm mal her. Kommt ja irgendwie nichts mehr hier ab. Hm. Ist ja eigentlich egal, mit wem wir essen gehen, ne? So, irgendjemand, mit dem ich noch C ab. Die beiden. Kann ich irgendjemand hier machen, bei dem alle C haben? Da sind nur zwei. Okay, vergiss es, Wanda. Wen habe ich denn hier noch? Ember. Am besten so. Genau, hier. Ihr drei. Müssen wir das Beste hier rausholen, ne? Wir nehmen heute Panettone. Alles außer Resistenz. Alles klar. Seltenes Obst, weil warum nicht? Ja, ich habe ein paar Waffen gekauft, ein paar Heilstäbe, glaube ich. Ich habe einige Waffen abgegradet. Fast jeder Charakter hat jetzt mindestens eine Level 3 Waffe. Ich habe irgendwie die Waffe des Hauptcharakters ein bisschen. Oh, sehr gut. Nicht schlecht. Wenn Würmgott zusätzlich. Ist dann plus 2. Framstation halten, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Ich könnte ja eigentlich irgendwie benutzen mit jemand anderen. Und irgendwie einige Charaktere haben irgendwie so Essenseffekt und so. Ich darf irgendwie gebraucht machen. So, ich glaube, wir haben aber ja alles, ne? Wir haben alles, glaube ich, ne? Lass mich noch mal überall hier nachschauen. Angel, Schwimmbad, Krafttraining, all das. Wir haben noch kein höheres Level bei Krafttraining freigeschaltet. Und ja, ich habe schon einige Charaktere, die ich geplant habe, ja mitzunehmen, ja die Ringe gegeben. Ich habe mal 10 Leuten ihren Ringe gegeben und Wanda und Target so habe ich einen Ring gegeben, einfach nur damit die Charaktere auch hier rumlaufen, ne? Also ihnen habe ich Tiki gegeben, ihm habe ich Edelgard gegeben, weil mir jetzt aufgefallen, wenn man die Ringe nicht auslässt, dann tauchen die Charaktere nicht im Somniel auf und ich möchte, dass die alle hier rumlaufen. Deswegen habe ich meine DLC-Ringe den Charakteren gegeben, die ich noch nicht platzieren werde in sehr grauer Zeit. So, sie ist jetzt Level 15. Ich dachte, sie war Level 17 schon. Was war Ivy, ne? Ja. Ich glaube, ich habe genug Heilstäbe und so, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel Charaktere ich platzieren kann. Ich habe 10 Charaktere hier vorbereitet. Alle, die unterlevelt sind. Alle anderen sind schon Level 13 und 14. Von daher, das sind die Charaktere, die ich wahrscheinlich platzieren werde in diesem Kapitel. Und würde ich sagen, gehen wir los. Wir spielen natürlich heute die Story weiter und nicht wieder ein DLC. Ich habe das Gefühl, ich sollte die DLCs machen, nachdem ich irgendwie rückblickend betrachtet war es so schon ein bisschen dämlich, dass ich irgendwie in das DLC reingegangen bin, obwohl ich nur noch 2 meiner Ringe hatte. Wenn ich jetzt irgendwie so Charaktere wie Marv und so all gehabt hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, das DLC zu schaffen, weil es hätte wenigstens nicht Hinweis Gefecht und göttliche Kapitel, also Zufallskämpfe oder was. Ah, nee, die lassen wir jetzt erstmal aus. Da machen wir erstmal eine Pause von, ne? Weil da war schon doch ganz schön schwer. Ich habe es doch noch irgendwie geschafft, so auf 3 Parts hier runterzuschneiden, aber das war doch schon heftig. Und bei dem Fakt, dass ich jetzt hier eine Silberkarte habe, die mir jetzt alles viel billiger macht, bin ich auch rübergekommen. Also, was soll's, mir doch egal. Wird das Spiel jetzt auch nicht so viel einfacher machen, wenn meine Charaktere die ganze Zeit unterlevelt sind. Ich alle Charaktere gleichzeitig trainiere. Von daher, ja. Wird schon irgendwie gehen. Die Schwierigkeit wird schon nicht verloren gehen.
Vor allem, wenn ich noch DLC-Kapitel habe, die es richtig in sich haben. Von daher, die Herausforderung wird schon nicht nachgeben. Vor allem nicht bei den DLC-Kapitel. Also, was soll's, ne? So, wir gehen in Kapitel 12, die Wüste Tula. Boah, Entschuldigung. Nachdem sie die Ringe an Vale verloren hat, sammelt sich die Gruppe in Königreich Solum. Gewürze, seltenes Gemüse, ein Kamel, das ich nicht aufnehmen kann. Ich frage mich immer noch, wie man die aufnehmen soll. Ist das irgendwie ein neues Spiel Plus oder so? Keine Ahnung. Egal, Story. Warum gehen wir noch mal hier hin? Kapitel 12, die Wächter übrigens. Warum gehen wir noch mal hier hin? Dieses Gebiet. Ich hasse es, Sand. Es ist rau. Und irgendein anderes Wort, das ich nicht weiß. Weil ich nur die englische Version kenne. Es landet überall. Warum sind wir noch mal hier? Weil wir Unterstützung von den Leuten hier in diesem Königreich wollen, oder was? Wir haben ja schon im Intro gesehen, dass hier die vierte Hauptcharakterin Ike hatte. Von daher, ja, wusste ich ja schon, dass uns Ike dem letzten Charakter hier entgegenkommt. Außerdem sehe ich nicht so viel mit diesem Ding vor meinem Gesicht. Wir werden alle sterben. Hast du nicht einen Drachen, mit dem du fliegen kannst? Das kommt mir vor wie ein Filler-Kapitel, ja, gerade. Solange wir nicht von irgendwas angegriffen werden, ist ja alles noch okay, ne? Alles klar.
Natürlich. Erstmal müsst ihr euch mir beweisen, ob ihr wirklich der Gott seid. Okay. Verzerrte. Wenn man nicht eine Wüste sehen, muss ich an Fire Emblem 7 denken. Wo ein Pent retten muss in der Wüste. Die Hauptcharaktere sehen einfach nur Pent in der Ferne, denke ich so. Und dann dieser arme Mann muss gegen die ganzen, dieser junge Mann muss gegen die ganzen Banditen da kämpfen, die auf ihn zurennen. Nur Pent ist einer der stärksten Charakter in dem Spiel und der ist noch computergesteuert zu dem Zeitpunkt. Und der hat absolut gar keine Probleme mit den Gegnern und macht die alle im Alleingang fertig. Also noch mehr Charaktere. Schießt euch was an. Okay, du bist ein Prinz dran. Du bist ein Prinz und das sind deine Gefolgsleute, ne? So läuft das doch immer. Das ist irgendwie ein Trend in den letzten Fire Emblem Titel. Dass jede königliches Adelsmitglied irgendwie zwei Getreute hat. Ich glaube, Fire Emblem Fates hat das irgendwie eingeführt. Ne, warte mal, ich glaube, das war nur Fire Emblem Fates. So, ich schon nachdenke. Okay, der linke sieht aus wie ein Kavalier. Der rechte war ein Magier, glaube ich, ne? Ich glaube, der hat ein Buch gehabt. Aber er hat ja gesagt, er ist ein Wächter, ne? Er ist bestimmt auch ein Prinz, ne? Ich will mal wetten. Ist wahrscheinlich sogar verwandt mit der einen, ja, mit der anderen Charakterin hier. Und ja, das sage ich nur wegen der Hautfarbe, okay? Klappe. So, wie viele Charaktere kann ich platzieren? 7, verdammt, ich habe zu vielen Leuten Ring gegeben. Okay, dann schauen wir mal, mit was wir hier. Ich sagte, er ist ein Schütze, er ist ein berittener Schütze, also ein Nomade. Okay, ein unbekannter optimistischer junger Mann der Wächter. Er ist umgänglich, aber auch mysteriös. Greift zum Schütze der Nation auch gerne mal zu den Waffen. Ein erfahrener Reiter und Schütze. Cool, Charmeur. Wenn deines Kampf mit einem Gegner, bei dem die Einheit davor zuletzt gekämpft hat, fügt die Einheit den Gegner Crit minus 10 zu. Das ist also. Die persönlichen Dinger sind alle viel zu kompliziert. Oh, du bist ein. Oh, du bist ein weiterentwickelter Heiler. Oberpriester, oder was? Von Pandreo, ein Mitglied der Wächter. Obwohl tiefgläubig, liebt er Partys mehr als jeder andere. Meister im Umgang mit Stäben. Ihre enormen Heilkräfte sind in größten Schlachten unerlässlich. Okay, das heißt, Fram oder John werden zu Oberpriester. Verdammt, ich dachte, ich würde die entwickeln, bevor ich mich hier spoilern lasse vom Spiel. So, Partylöwe verleiht einen Bonus auf Treffer und Ausweichen gleich dreimal die Anzahl der Verbündeten und Gegner im Umkreis von 2 Feldern. Oh. Der Teleport, sehe ich gerade. Abwehrhaltung, Elfenlicht. Oh. Heißt, Fram kann Magie benutzen, wenn sie sich entwickelt. So. Und du bist ein Erzritter. Ich sag doch, Kavalier. Ich krieg ja schon weiterentwickelte Einheiten. Ey. Bunnet. Ein Mitglied der Wächter. Er ist auch Koch und verfügt über einen fein ausgeprägten Sinn für Aromen. Erzritter. Gepanzerte Ritter in schwerer Rüstung. Verteidigen Verbündete in verschiedenen Arten von Waffen. Mit verschiedenen Arten von Waffen. Nachschlag nimmt die Einheit eine Ration zu sich, kann sie eventuell die gleiche Speise noch mal erhalten. Chance im Prozent gleich Glück. Er hat 13 Glück, ist mehr als Anna. Verdammt, Anna braucht mehr Glück für ihre Fähigkeit. Okay, wir bekommen schon eine Menge entwickelte Einheiten und der Sand scheint nicht berittene Einheiten zu beeinflussen, oder doch? Ach, jetzt extra Treibsand, okay.
Weil normalerweise ist es so, in Wüstenleveln sind berittene Einheiten nicht so gut, weil die Pferde irgendwie Schwierigkeiten haben, sich im Sand zu bewegen. Aber anscheinend scheint das hier nicht der Fall zu sein. Wolfsritter, was ist das denn? What? Das ist neu. Ritter auf Wölfen über das Schlachtfeld. Ritter, die auf Wölfen über das Schlachtfeld jagen, geht's mir mit ihren Messern ganze feines Lager. Wir kämpfen ja schon gegen entwickelte Einheiten. So, was muss ich überhaupt hier machen? Alle Gegner besiegen. Und da unten sehe ich gerade sind Leute. Oh oh. Den muss ich doch so weit von beschützen. Verdammt. Oh nein. Okay. Ah, oh, ich sehe schon das. Oder oh, da war ein Donnerschwert, habe ich gerade gesehen. Purgativ. Da haben wir ein Donnerschwert, das hätte ich gerne. Das macht Magieangriff. Da kann ich doch sicher irgendjemanden geben, der hohe Magie hat und ein Schwertkämpfer ist, ne? Da haben wir ein Schwert, cool. Schnitter, gefährlich. Konnte ich mir auch schon kaufen, habe ich aber glaube ich nicht gemacht, weil ich zwei Wodaus habe und nicht so viele Schwertkämpfer. So, wir brauchen, ich meine, wir haben ja einen Heiler, aber der Heiler ist schon weiterentwickelt. Von daher bringen wir Fram mit. Ich habe so das Gefühl, in der Wüste brauchen wir eine fliegende Einheit. Wir bringen Clan mit. Wir nehmen Lapis und Lucina, nehmen Alchrist und Lin, weil er kann dann von Millionen Kilometer aus Gegner treffen, was vielleicht nicht schlecht ist. Und oh boy, ich komme nicht dazu, meine Charaktere hier hochzuleveln, weil ich so viele wenige Charaktere nur platzieren kann. Hm, kann sie sich auch bewegen, ja, im Sand. Ich werde wahrscheinlich einen Ritter brauchen. Okay, tut der Treibsand jetzt hier irgendwie was? Also er scheint ja angeblich hier beeinträchtigt zu sein hiervon, aber irgendwie sind wir nicht beeinträchtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö, überhaupt nicht. Oder ist halt erst, wenn man im Treibsand ist, dass man dann... Das könnte wahrscheinlich auch sein, ne? So. Die Typen haben Items bei sich. Also nehme ich mal sehr stark an, das bekomme ich, wenn ich die rette, ne? Hier muss ja dem Heilmittel. Ich habe das Gefühl, ich muss so schnell wie möglich hier hin, damit ich die retten kann. Das heißt, du gehst mal dahin. Hm, nicht gut. Haben Stahlachs, Lapis kann sich darum kümmern oder Daniro, aber da ist auch ein, der erreicht uns aber nicht. Hm. Ich habe jetzt hier einen Haufen Charaktere, die ich nicht benutzen will, weil die schon so hoch gelevelt sind. Das ist ein Problem. So, habe ich der Teleport gegeben oder irgendwas? Purgativ. Purgativ wäre eigentlich nicht auch nicht schlecht. Dann können sie die Leiter da heilen. Ich nehme ja nicht so, ich nehme jetzt nicht an, dass die im ersten Zug hier angegriffen werden. Ja, die sind alle außer Reichweite. Also werden irgendwann Leute kommen wahrscheinlich. Und nein, ich benutze die DLC-Ringe nicht. Aber ich habe das Gefühl, die würden das ein bisschen einfacher machen. So, mehr können wir eigentlich nicht machen, ne? Auch nur ein Heiler bei 10 Charakteren. Ich habe da oben noch einen Heiler. Was hast du überhaupt hier für Heilstäbe? Okay, ich muss. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch einen Heilstab irgendwo. So einen ganz normalen. Die habe ich am letzten. Ich habe bei einigen Charakteren ja Heilung aufgestockt. Hm. Ich nehme das mal kurz. Ich packe das mal ins Lager rein, damit ich darauf Zugriff habe.
So, da ihr ja Leute sind, ist meine Aufgabe wahrscheinlich erstmal Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, ne? Das heißt, ich schicke wahrscheinlich sie dahin, damit die Leute alle auf mich losgehen. So, ich brauche noch einen Schwertkämpfer da drüben. Aber so und so. So, wir haben jetzt den Zeitkristall wieder. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Wurmt mich ein bisschen, dass ich nur 7 Charaktere mitnehmen kann. Für Level sind die überhaupt alle? Die müssten eigentlich Level 14 sein, ne? Ja. Ja, dann los. Ey. Die Leute, die von den Verzerrten bedroht werden. Ich bin Koch, verstehst du? Also man kann fliegen. Treibsand ist ein Geländer, die die Bewegung von Einheiten erheblich beeinträchtigt, wenn sie das entsprechende Feld verlassen. Versucht Treibsand womöglich zu umgehen, damit deine Beweglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Fogando, Pandria und Bonnet haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Okay. So, ich kann offensichtlich nicht hier reingehen, ja, weil dann kommen alle und greifen mich an. Also wie gesagt, immer wenn ich irgendwie in der Wüstenlevel sehe, muss ich irgendwie an Pent denken von Fire Emblem 7. Die Hauptcharaktere hier versuchen den zu versuchen den zu retten, sehen da einfach nur so ein Magier in Distanz, denken sich so, oh, den müssen wir retten, bevor der hier von diesem Typen erledigt wird. Und ja, er ist ein computergesteuerter Charakter, der eine weiterentwickelte Einheit ist, und der macht diese ganzen normalen Banditen ja vollkommen fertig. Und wenn man es dann zu ihnen hinschafft und sagt so, ja, keine Sorge, wir sind hier zu helfen, ne? Dann steht da einfach nur so, denkst so, oh, helfen? Oh, helfen, oh, ich brauche nicht so viel Hilfe, aber danke für die Hilfe. Also Unterstützung, ja, ich brauche aber nicht so viel Hilfe, ne? Aber trotzdem danke. Bleibt einfach zurück, ich kümmere mich um die Leute und helfe euch. Aber wir sind doch hier, um dir zu helfen. Hey, ich kann mich hier bewegen, cool. Okay, ich möchte dann also nicht da rein, ne? Muss ich aber. So, ihr macht 23 und 29 Schaden. 23 und 29. Ausweich 51. Ich treffe nämlich beide. Ey, ey, ey. Also, warte, dann machen wir doch den hier. Mit dem Wodau. Aber Protection. Da kommen wir sonst nie dazu einzusetzen, ne? Okay. Ein Schlag überlebst du ja. Obwohl, sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. 29, ja, okay. Ein Schlag überlebst du. 27. 7 Verteidigung, ja. Ich tue ja richtig rechnen, ne? So, dann gehen wir hier hin. Zum Wurfball oder ne? Ah, kann ich dich mit 2 Leuten erledigen? Oh.
Okay. Ist mir klar. So, 19 und 12. Ah, ich natürlich nicht. Ist nicht ein Miniaturbogen noch ausgerüstet? Nee. Messen wir ja dann so, ne? Schicklichkeit 13, 14. Leider nicht so weit. Ich kann ja trotzdem schwächen, ne? Du hast nur. Obwohl, vielleicht nicht mit ihm, weil er. Ja, er macht nicht so viel Schaden. Mal den hier ein Schaden kommen. Sehr gut. Wir kriegen schon viele weiterentwickelte Einheiten. Ein guter Fire Emblem Spieler würde sich jetzt denken, oh, ich habe weiterentwickelte Einheiten, die kann ich jetzt benutzen, ne? Das ist immer so die Sachen. Die Leute, die man früher bekommt im Laufe des Spiels, sind meistens besser von dem Wert her, wenn man die levelt. Und die Leute, die schon weiterentwickelt in die Schlacht ins Team reinkommen, sind in der Regel zwar von Anfang an stark, aber lassen ein bisschen eher nach. Wanda ist hier so ein Musterbeispiel. Wenn der mich gekrittet hätte, wäre sie tot. Ey. Macht diese, mir gefällt diese Crit-Chance nicht. So. Muss gar nicht Protection einsetzen hier. So, bleibt bloß da stehen. Ey. Wenn ihr euch bewegt, ne, dann nein. Ja. Was soll ich jetzt machen? Okay, sie schafft es nicht mit dem Wodau. Sie hat 47% Crit-Chance, ne? Ich kann damit nicht angreifen, weil sie damit nicht doppelt. Und ich habe dann Wodau noch mal ein bisschen verstärkt, indem ich dann noch mehr Crit draufgepackt habe. Mit 10 oder 20 mehr Crit, ey. Aber ich kann nichts daraus rausholen, ne? So, ich könnte hier hingehen. Er macht 13 Schaden. Was bist du? Bist du ein Schwertmeister? Du bist ein Schwertmeister, aber du machst magischen Schaden, ne? Ja. Ich habe noch Purgativ, also von daher. Schnell wird hier schon nichts kaputt gehen. Ach. So, jetzt soll ich so leicht Lanze wechseln, damit er tot ist im nächsten Zug? Ja, ne? Mach mal den. Ich Glück hab, Kritze. Wobei 4%. Glaube ich eher nicht. Ich kann da Purativ auf sie einsetzen, aber so, hey, wo seid ihr denn alle? Ja, oh hey, guck mal da. Okay, 23, wie viel Crit Chance 7, wie viel Glück hast du? Sehe ich hier nicht, nur das Glück 10. Okay, Glück ist nämlich kritische Trefferabwehr. So, ich könnte ihn hier anlocken. Er nimmt ein bisschen Schaden, aber er macht ihn platt.
Wie sieht's mit dir aus? Du kannst auch ihn platt machen eigentlich. Wir haben ja Verteidigung. Du. Wie viel hast du? 8. Ist auch genug. Und du machst ihn auch platt. Und du bist ihn ja nicht doppelt, ne? Ne. Schaden. Schaden habe ich vergessen. Du machst. Kann man aber bestimmt auch irgendwie einfacher machen, ne? Du machst ihn fertig, ist klar. Ich mache erstmal den hier. Liberation plus 4. Ich glaube, habe ich auf 2 Level hier hochgeballert. Boah, das reicht genau, um den zu erledigen. 20 mal 2. Doof. Donk. Jetzt sieht es noch chillig aus. Ich könnte dich versuchen anzugreifen. Haben wir den hier? Bitte treff. Oh. Die Axt ist seiten gelandet. Okay. Aber wir können dich jetzt anlocken. Das ist gut. Du wirst halt ja wohl locker aushalten. Ne? 21. Oh ja. Oder hast du irgendwas Böses? Nee. Ich getroffene Gegner. Hm. Das ist 23, das macht 4. Ja, ist schon in Ordnung. So, jetzt haben wir aber hier. Aber dich platt. Zack. Zack. Stimmt, die letzte Level sieht das hier nicht aus. So, ach, wenn du jetzt das Dings ja schon hättest, ne? Warte mal, ich habe eine Idee. So, na verdammt. So, ich meine, du wirst ihn angreifen, aber du bist eine fliegende Einheit, von daher wird das schon gut gehen. Donk. So, neben Mount. Hey, sehr cool. Ich krieg mal 10 Erfahrungspunkte. So, und du nimmst dir mal. Ich glaube nicht, dass ich Abwehrhaltung brauche, wenn ich wohl. Mal Teilmittel wegpacken. Ich glaube nicht, dass ich so viel heilen werde. Von daher. Und Jade wird das schon überleben. Ja. Kann mit ihr leider nichts machen. Ja. Aua. Aua. Gott, aber ein bisschen knapper als gedacht hätte. Oh, und da geht schon der erste auf die los. Oh Mann, war ja sowas von klar. So, treff. Cool. Magie, cool. Ah, die bewegen sich noch. Aber ich glaube, da war nicht außer Reichweite. Das war, glaube ich, sogar ziemlich. Nee, da war sogar ziemlich gut. Okay, kann ich mich außer Reichweite von dem bewegen? Nö. Hm.
Aber genau deswegen habe ich hier Alchris. Er wird nie im Leben den Typen erledigen können, aber wir können es ja mal versuchen. Muss mal kurz gucken. Nein. Nein, aber er erreicht ja niemanden im nächsten Zug. So, was ich mache ist, ich bekomme einen Treffer ab, aber ist in Ordnung, ne? So ein Meisterbogen. Kannst du kritten, dann wäre ich nicht getroffen. 34% kommen. Nein. Oh. Auf dem Meisterbogen habe ich ihn gekauft. Bin mir nicht sicher. So, hey. Mir ist aufgefallen, er ist mehr so für Fähigkeiten und Etty ist mehr so auf Angriff ausgelegt. Also er ist besser zum Treffen und Etty ist mehr für Schaden. So, jetzt möchte ich natürlich ihn erledigen. Und dich kann ich nicht dahin bewegen. So, du wirst das ja wohl überleben, ne? So. Wuff. Können die mit so Wolfsrittern werden? Wir haben Dolch benutzt. So, hier haben wir ein kleines Problem. Ich meine, ich weiß ja nicht, was deren Prioritäten sind, ne? Mann, ich komme nicht vorbei, Mann. Okay. Mein Plan ist, jetzt mal gehen. Wie schnell bist du? 18. Sehr schnell. Aber das ist nicht so schnell, um sie zu doppeln. Du machst einen Schaden gegen sie. Aber ich erreich die perfekt. Mach mal bei denen, ja, Purgativ. Dann schicken wir sie dahin. Am besten hier hin, ne? Damit sie weniger Schaden nimmt. Und dann macht ihr euch auf den hier. Sie bekommt ja ein bisschen Resistenz, wenn ich mit ihr warte, ne? Aber gehen wir auf Nummer sicher. Ich habe gerade Heilung gegeben. Ah, kriegst du neue Erfahrungspunkte? So, du, wie viel kriegst du? 2? Ach, 2 ist gar nichts. Nimmst 9 Schaden, nimmst 18, du nimmst 9 Schaden mal 2, das ist 18. Ist so oder so gedoppelt, von daher boom, egal. Meditation. So, haben wir überhaupt da alles erledigt? Ja, ne? Ja. Okay. Oh, du bist ein Krieger. Wollte schon sagen, der hat einen Bogen und eine Axt. 32 Angriffskraft. Er war tot. Hast du einen? Nein, hast du nicht. Okay. Falls es hier irgendwie brenzlig wird, schicken wir ihn dahin. Du kommst da ein. Okay. Ha, bewegt sich genau in meine Richtung. Oh Gott. Bitte nicht kritten. Ins Gesicht geworfen. Das sieht so witzig aus. So, ah, da kommen aber noch mehr Leute. Und da kommen noch mehr Leute. Und da kommen auch noch mehr Leute. Da kommt auch noch einer. Okay. Aber ist okay, weil. Nee, ist nicht okay, wir erreichen den nicht. Hm.
Also er ist in Reichweite. Das ist schon mal kacke. Ich habe ein Stahlschwert. Bringt das was? Nö. Oh, genau aus der Reichweite. Ich meine, sie trifft ihn, aber wenn ich ihn vorher breche, dann dürfte er halt eigentlich machbar sein, ne? Und er tut ihn brechen. Macht sie 22 Schaden? Ja, ne? Dann geht mal rein, ne? Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit beschützen muss oder ob ich die ansprechen muss, damit die irgendwie abhauen oder so. Haha! Wird außer auf, als er auf ihn zugeritten ist. Haha! Okay, jetzt können wir den erledigen. Du kannst nicht angreifen, weil du gebrochen bist und deine Axt auf dem Boden verloren hast, wie so ein totaler Noob. Wenn da oben noch mehr Leute kommen, dann kümmern wir uns um die. So, er allerdings. Ich habe so das Gefühl, ich will mit Alcris Emi erledigen. Oh mein Gott, ich komme nirgendwo hin. Ey. Okay, da haben wir Schwertkämpfer. Das sind auch Krieger. Natürlich haben die alle Äxte mit. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Es rockt die Musik. Kenny Schneider, das bedeutet. Don't worry about it. Oh, ich muss den erledigen, sehe ich gerade. Ja, ich habe sogar was dagegen. Glaube ich. Oh, 17, 28 Schaden. Das wird nicht reichen. Ich könnte dich erledigen. Ich muss eine Stahllanze, 22 Schaden. Okay. Ja, ich will aber nicht, dass du mich als erster angreifst. Gott. Trefferchance gefällt mir nicht. Problem ist, ich bin mit ihm in Reichweite. Ich kann nicht hier abhauen vor dem. Außer. Nee, der erreicht mich sogar. Also ich packe ihn irgendwie im Weg. Wo er erreicht. Er geht auf die Fresse. Okay. Ich glaube, ich möchte mit dich ihn erledigen. Heißt, er möchte, aber Mann, weil die ja alle gefangen sind im blöden Treibsand. Ey. So, er kann sich bewegen. Oh, Hallöchen, das sehe ich ja jetzt erst. Da bringt ja nichts, glaube ich. Trifft ein, dann trifft die Fliegeneinheit mich hier. Er macht mich fertig, ne? Wenn ich mit Donner hier reingehe, nö. Das Problem ist ja nicht den Schaden, den ich mache. Das Problem ist, ich muss ihn treffen. Und sie kriegt ihn nicht getroffen. Wenn sie daneben wollte, ist sie tot. Ey. Ey. Ich könnte dich nach unten schicken. Du kommst nicht um Enya. Schicke ich dich daneben. Dann müsst ihr beiden das irgendwie überleben, ja. Ich habe zwei Purgatives, die ich benutzen kann. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, glaube ich. So, komm du ja hin, gib mir dein Donnerschwert. Good finger carry my Eleven Sword. Wäre vielleicht nicht so schlecht für meinen Hauptcharakter, ne? Ne, er hat 6 Magie. Überhaupt nichts. So, ich kann jetzt da oben hingehen und hier auf Abwehr spielen, aber das wird es jetzt auch nicht mehr so bringen, habe ich so Gefühl. Ja, du gehst hier hin,
Du blockst mal das hier ab. Okay, du wirfst die Axt auf den, meine ich. Sehr gut. Das sieht so schmerzhaft aus. So. Okay, ich muss gar nicht mehr da unten links hin. So, gehen wir aus dem Treibsand hier aus, ey. Okay, dich konnte ich. Was 29 Schaden. Hatten wir die Situation nicht vorhin schon? Ich meine, ich habe diese Rechnung schon mal durchgeführt. Na gut, dann machst du eben den hier, ne? Feuer, du müsstest ihn sogar doppeln. Da kann ich nicht hin. So, und ich muss wahrscheinlich Purgativ einsetzen nochmal. Ich erreiche aber niemanden. Bei dir bringt es nichts. So, die Situation. Dann mache ich hier. Wenn ich Glück habe, kriege ich ihn. Ich habe zwei Versuche. So, Meisterbogen. Nein, aber du hast hier Linsenmeisterbogen. Du erreichst ihn noch nicht mal. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Oh Gott, jetzt hat also komisch impliziert. Ich werde Lens Dings einsetzen, glaube ich. Und dann mache ich Astralsturm. Nicht mit dem Meisterbogen. Ich habe genug Dinger hier, um mich hier noch mal aufzuladen. Von daher mach mal einfach. Möchte ich hier erreichen zum Heilen, ja, ne? Und du gehst nicht drauf mit Einschlag, ne? Was wird hier? Rüst mal das hier aus, dann kriegst du ja mehr Verteidigung, ne? Ja. Du heilst dann mal ihn hoch. Wir werden einfach irgendwann die abschießen erstmal. Ich kann dich erledigen, aber du machst ja nichts. Du überlebst mit Einschlag, ist klar. Ich würde dich am liebsten erledigen. Dann haben wir schon mal dich hier aus dem Weg, ne? Oder uns darum kümmern müssen. Ich hab genug von diesen Aufladedingern hier. Ja. Dieser Ring ist so überpowered, ne? So, und ich muss mich ja wegbewegen. Oh, cool, du kannst. Ich kann dich hier nicht wegbewegen. Okay, du machst mit dem 29 Schaden. Du überlebst mit einem Schlag, mit einem HP. Cool. Oh, warte. Hey. Perfekt. Nehmen auf Nummer sicher gehen, ne? Purgatives kann man ja jetzt kaufen und so, ne? Limitierte Auflage zwar, aber egal. Oh Gott. Aua. So. Gott. Ein HP. Warum mache ich den nichts an Schaden? Ah, dann kann ich nicht kontern. Dann kommt er auch noch und da kommen noch mehr Leute. Okay.